Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Mirror's Edge. Ich könnte ein bisschen scheiße klingen, es könnte daran liegen, dass ich erstens gerade erst aufgestanden bin, weil mich der Postbote aus dem Bett geschmissen hat und zweitens, weil ich einfach ein bisschen erkältet bin. Keine Ahnung, wie ich das hingekriegt habe, bei dem Schmuddelwetter da draußen, kein Wunder. Hui! Coburn hat ein Büro bei Sea Burford International Shipping nahe U-Bahn Riding Park. Aha. Oben auf dem Gebäude müsste ein Schild sein. Ich habe Roadburn mal beim Wrestling gesehen, hat seinem Gegner den Arm gebrochen und dem Ringrichter einen Kopfstoß verpasst. Oh. Wenn Roadburn wirklich was mit dem Mord an Pope und dem Komplott gegen Kate zu tun hat, dann ist er bestimmt kein großer Redner, sondern ein Kämpfer. Naja, wir sind auch keine großen Redner, sondern eigentlich Kämpfer. Ne, blöderweise wissen wir davon halt noch nicht so viel. Ja, komm, ich habe Stift gedrückt. Diese Frau. Also manchmal. Manchmal, aber auch nur manchmal. Da fragt man sich wirklich, was sie eigentlich von mir möchte. So. Ja, da kommt sie natürlich nicht. Wäre ja auch zu simpel. Ich muss aber irgendwie hoch. Es ist so hell. Komm schon, du kommst da hoch. Ganz bestimmt mit ein bisschen Schwung. Oder es hat was mit den Solarzellen da zu tun. Aber ich glaube nicht, dass das eine geile Idee ist. Nein. Ah. Ach, Lynn. Hä? Ich will aber hoch. Ich will da aber hoch. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Ah. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Ah, Mann, wie ging mir das? Hopp. Nein. Steißbein. Okay. Okay, hopp. Steißbein. Aber ihr wisst doch noch, was ich machen, was ich vorhab zu tun, oder? Hoffe ich. Okay. Oh, geschafft. Geh mal ein Stück nach rechts. Das war jetzt auch ein Kampf. Das war jetzt echt ein Kampf. Und hier ist alles weiß. Wisst ihr, wie eklig das ist? Irgendwie dahin. Ist bestimmt wieder irgendwo der Zaun kaputt oder so. Nee, auch nicht. Hätte mir jemand sagen können, dass da eine Kante ist, bei der es ziemlich weit runter geht? Ah! Natürlich! Halt dich bloß fest! Ja, und jetzt? Da hoch oder was? Hopp! Ist da oben. Da steht irgendwas. Dann halt. Daran vorbei kann ich halt auch nicht. Dann aber jetzt hier. So. Und jetzt? Sind da wieder so Kanten. Mädchen! Heilige Scheiße, Mann. Hä? Problem ist, ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll.
und stehe hier auf dem Dings rum. Ich weiß, es ist eigentlich ein total dynamisches Spiel. Und ich mache die ganze Dynamik eigentlich damit kaputt, dass ich immer so viel gucken muss. Aber ich kann da auch nichts dafür, weil irgendwie funktioniert das immer nicht so, wie ich das möchte. Keine Ahnung. Oh, Gott sei Dank. Oh, wait, what? Ach, da geht's runter. Au. Geschafft! Dahinter. Okay. Hopp. Na komm. Okay. Ich würde sagen, drinnen sind wir schon mal. So. Na, geh doch runter. Dann krieg ich mir mal hier ein bisschen durch. Und schau mal, wo das endet. Nikotinfreies was? Aber meinetwegen. Meinetwegen auch irgendwelche nikotinfreien Dinge. Also, ich raff's nicht. Z. Ah! Natürlich! Warum durch Türen gehen? Wir können ja klettern. Das habe ich irgendwie ein bisschen verdrängt. Und es kann sein, dass ich heute gerade nicht so viel rede. Wie gesagt, ich bin noch tierisch müde. Und ich habe ein bisschen Angst, dass hier gleich wieder Wachen kommen und mich wieder beim Haufen versuchen zu ballern. Ich tue, was man mir sagt, das weißt du doch. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe etwas vereinfacht. Und mir sitzen außer dir noch ein paar mehr Leute im Nacken. Naja, und die wollten, dass wir sie den Kopf liefern, weißt du? Ja, ja, es sieht also nicht gut aus für dich und deine kleine Gang, quer das mit denen. In ein paar Tagen ist alles vorbei. Die Zeitungen von heute sind das Altpapier von morgen. Ach komm, die Rennerin hält sich nicht lange. Keiner von denen schafft das. Das wertvolle Projekt Icarus wird schon klar gehen. Kein Problem. Jetzt dreh ich gleich durch. Also, wir treffen uns morgen an dem neuen Gebäude in der Reno Street. Um 4, okay? Spinne ich, der Bau ist noch nicht fertig. Sobald du oberhalb der Straße bist, ist alles schön ruhig. Wir sehen uns da. Und bring bloß keine deiner Freunde mit. Sind wir klar? Gut. Wie auch immer, ich brauche jetzt erstmal was zu futtern. Ein Körper wie dieser erhält sich nicht von alleine. Wer sagt, dass ich hier hin will? Oh, Faith. Hat also etwas gewusst. Ich frage mich, mit wem er sich trifft. Kommt. So, und hier machen wir einen Cut.